Und damit willkommen zurück. Heute geht Sonny Rooster an den Kragen. Ich dachte schon Sonny Black, aber zum Glück ist das nicht. Er ist in der Raffinerie. Mord, fahrlässige Tötung im Straßenverkehr, Überfall mit Körperverletzung. Dieser möchte gern Elvis, ist Gründungsmitglied der Headseekers und für jede Schandtat zu haben. Mit Vorliebe terrorisiert er Schwächere, insbesondere mit seiner Musik. Na super, schauen wir mal, ob wir jetzt Synthesizer-Musik in die Ohren kriegen, bis uns die Ohren bluten. Oder aber am Ende vielleicht einfach nur, weiß ich nicht, kurz bevor er stirbt, anfängt Klavier zu spielen und auf einmal wieder voll ist. Ah, okay, ich dachte, wir spielen Huntdown, aber anscheinend habe ich aus Versehen auf Bioshock gedrückt. Kommt der runter? Nö. Messer. Oh nein, warum bin ich denn so dumm? Ich dachte, der läuft noch ein Stück weiter hinter. Was kommen denn jetzt noch für Gegner? Es reicht doch irgendwann mal. So, und jetzt gibt's noch ein Messer und Rücken und dann... Oh nein, explodiert er noch? Natürlich explodiert er noch. Und diese heißen Fleischklötze, die hier runterkamen. Ich hoffe nicht, dass die auch noch Schaden zufügen. Das wäre etwas mies. So, Checkpoints hätte ich gerne. Kriege ich aber nicht. Dann gehe ich halt zu den Chinesen rüber. Die haben wenigstens ein paar ordentliche Waffen am Start. Was? Gutes Gas ist yellow? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Glaube nicht. Ihr habt keine Chance gegen mich. Oh nein, keine tiefsuchenden Dinger, meine ich. Granaten wollte ich schon sagen. Travel Model X. Ich dachte immer, Model X ist ein Auto, aber anscheinend gibt es Tesla in der Zukunft nicht mehr. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber naja. Vielleicht machen sie auch einfach Flugzeuge. So, was machen wir denn mit denen hier unten? Eine Granate wäre schön. Oh, hier oben haben wir die Splitterbombe. Dann nehmen wir doch erstmal die. Gucken wir mal, ob wir hier den Typen damit erwischen. Ui, das hat aber gut Schaden zugefügt. Da haben wir ihm im wahrsten Sinne des Wortes den Gashahn zugedreht. Und er hier unten auch noch eine Splitterbombe. Ja. Hä? Was hat mich denn jetzt getroffen? Die Splitterbombe hier oben abgeprallt, oder? Ich habe es leider nicht genau gesehen, weil ich mich auf die Gegner unten links konzentriert habe. Muss ich mir im Nachhinein nochmal anschauen. Und da haben wir das erste Diebesgut und wieder eine gute All Painless. Das freut mich am meisten. In der letzten Folge haben wir ja 600 Munition davon eingesammelt und konnten die dann nicht mehr benutzen, weil der Endgegner einfach überhaupt nicht für diese Waffe gemacht war. Ich schaue nochmal kurz, aber Diebesgut haben wir ja gerade, also dürfte hier nichts weiter in der Nähe sein. MTV ist auch tot, mittlerweile ist es VTV. Ihr wisst Bescheid. Kommen die noch raus hier aus dem Schuppen? Hallo? Nö, die kommen nicht. Medizin nehmen wir noch mit. Schrotflinte? Nö, die brauchen wir nicht. Da behalte ich doch lieber die Painless. Und der erste Checkpoint. Wir haben es geschafft. Ah, shit. Ich habe nicht dran gedacht, dass die Waffe ja so lange braucht. Nein. Wieder unnötig Leben verballert. Boah, wie die aber durchpfeffert. Geilo. Machen wir mit ihm hier. Treten wir ihn erstmal. Ah, das war dumm. Ich hätte nochmal treten sollen. Medizin bitte. Danke. Ah, gegen die ist es halt auch mega effektiv. Hätte gerne nur noch diese Waffe. So, was machen wir mit dir, mein Freund? Ich würde sagen, du kriegst auch davon ein bisschen einen Rücken. Ja, etwas viel Muni verballert, aber... Geh mal lieber auf Nummer sicher. C4 nehmen wir natürlich mit. Wird mir die auch hier oben noch, obwohl 24 Schuss. Nein, dann nehmen wir lieber die MP. Die Uzi. So, Mikey G. Seine Garage hier anscheinend. Würde ich mal besser verteidigen. Oh nein, keine Sniper. Hey, man schafft es nicht mal drüber zu springen. Oder ich bin einfach wieder viel zu langsam gesprungen. Ich weiß es nicht. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Danke. 16 Schuss haben wir noch. Ne, den Sniper haben wir schon erledigt. Alles klar. Ja, dann nehmen wir die Sniper mit. Hey, schießt du nicht aufs Auto? Was ist los? Das wollte ich nicht. 2 Schuss verballert. 4 Wagens, used Autos. Hey. Na klar, und jetzt sind wir... Ey, was soll denn das? Warum erwischt er uns denn durchs Auto? Ach ja, na gut, was soll's. Ist jetzt so gut durchgekommen, da kann man auch mal einen Tod vertragen.
Nein, jetzt leben die wieder alle und wir haben unsere geile Old Painless nicht mehr. Komm, spring ins Feuer. Ja. Ja, und natürlich. Wer macht's nicht mit dem Fuß im Feuer? Und erstmal noch losballern. So, dann nehmen wir gleich mal die MP mit, schnappen uns die Medizin. Ah. Hätte von der anderen Seite runterspringen sollen, das war glaube ich effektiver. Aber so ging's auch. Ne, ich warte erstmal, bis der wieder nach rechts fährt. Lucid Dreams. Ja, lucides Träumen, könnt ihr alles trainieren. Wisst ihr Bescheid. So. Zum Glück erwischt er uns nicht, wenn wir hier in der Deckung stehen. C4 ist am Start. Ich guck nochmal kurz, gibt's hier was Schönes? Nö, nur lucide Träume. Kann ich nur von Diebesgütern träumen. Mache ich übrigens auch. Ah, shit. Ach, da unten liegt ein Diebesgut. Okay, haben wir. 2 von 3. Jetzt erwischt das Auto doch auch nicht. Warum hat er das vor uns erwischt? Ja, und jetzt habe ich den natürlich mit einem Schuss. Ne? Hätte ich es einfach mal vorher gemacht. Und da oben haben wir das letzte Diebesgut. Sehr schön. Ob hier nicht noch ein Gegner auftaucht? Natürlich. Das Spiel gönnt uns doch kein Diebesgut für lau. Wenn, dann müssen wir auch was dafür machen. Ist mir aber ziemlich egal, dass der mich gerade erwischt hat, wenn wir haben hier einen Checkpoint. Was gab's denn hier noch für eine Waffe? 32 Schuss? Nö, da behalte ich lieber die Sniper. Checkpoint. Die AUG, die schnappen wir uns dann. Ah, wir kommen dann nicht mehr hier hoch, ne? Na gut, Sniper, es tut mir leid. Du hast deinen Sold erfüllt. So, es sieht mir hier irgendwie ein bisschen zu ruhig aus. Oh nein, jetzt schon der Endgegner? Ach du Scheiße, was denn das? Muss ich das Ding abballern oder muss ich... Ah, shit. Ja, jetzt bin ich dahinter. Ach, scheiße. Nein, nicht. Ich dachte, der... Ach, verdammt. Come on. Nein, ich dachte, wir sind geschützt, wenn wir dahinter sind. Aber ich sollte nicht so viel denken. Come on, schnell. Wir sollen ihn doch nicht besiegen, oder? Ich denke mal, das... Also, es sieht mir stark danach aus, dass wir... Ah, einfach wegrennen sollten. Nein. Mach Feuer weg. Danke. Sterbt. Ja, nein, keine zielsuchenden Raketen, danke. Ah, jetzt sind wir hier oben, jawohl. Erstmal kurz verschnaufen, das war zu viel. Hey, was machst du? Hä? Okay, wir sollen nicht verschnaufen. Das Spiel möchte, dass wir auf Pegel bleiben. Sonny Rooster, da ist er schon. Diebesgüter haben wir alle. Oh, das tut mir aber leid für dich. Was hat denn er da? Was ist denn das? Fleischklöpse. Oder Lava. Ah, duck dich. Nein, das Ducken reicht nicht. Okay, also wir müssen irgendwie... Wir müssen irgendwie hier oben bleiben. Aber wenn der seine Fleischklöße wirft, ich nenne sie jetzt einfach Fleischklöße, dann sollten wir auf jeden Fall wieder runterspringen, weil dort trifft es anscheinend nicht. Und dann müssen wir auf jeden Fall schnell wieder hoch, sonst... Ah, sonst passiert genau das. Komm, jetzt erwischt den mal. Wir haben doch fast. Deckung ist weg. Jawohl. Ah, warum bin ich denn so blöd reingerannt? Geh weg. Hau ab. Oder. Ah, Medizin nehme ich gerne mit. Oh nein. Oh, Glück, dass wir das geschafft haben, glaube ich. Komm her. Jetzt erstmal. Ah nein, wir haben ja nur C4. Ich dachte, ich kann Messer werfen. Naja, dann kriegt er halt jetzt erstmal ein C4 an den Kopf. Na komm. Oh, sehr gut. Hey, aber er ist doch noch nicht tot. Er hat noch Leben. Was ist los mit ihm? Oh, er sieht ein bisschen verbrannt aus. Was ist denn das? Ah, scheiße. Nein. Mensch, das ist aber auch fies vom Spiel. Da macht man sich drüber lustig, dass er aussieht wie weiß ich nicht was. Erinnert mich ein bisschen an Buu damals von Dragon Ball. Oh nein, und wir haben noch ein Leben. Scheiße. Ach, Mensch. Okay, wir brauchen noch einen Versuch. Ich brauche von euch allen die Hilfe für die Genki-Dama, sonst können wir Buu nicht erledigen, ihr wisst Bescheid. Nein. Hä?
Ja, man kann natürlich außerhalb der Map springen, natürlich. Ach, Mensch. Okay, also wir springen wieder hier runter, warten bis die Fleischklöße da sind, gehen wieder hier hoch und dann fangen wir an, ihn abzuballern. Müssen wir bloß noch gucken, wie wir ihn dann in seinem komischen Verbrannt-Modus... Ach, ordentlich erwischen. Habe ich den von hier? Nee, ne? Nö. Aber wir könnten diesen machen. Nein, ich wollte nicht runterfallen. Och, Mensch. Warum läuft denn hier schon wieder alles schief? Nein. Diesmal nicht. So, wir haben ihn. Ach stimmt, der ist ja jetzt erstmal noch normal. Jetzt müssen wir ihn ja nochmal hier C4an. Ja, genau. C4 an den Kopf werfen, wollte ich sagen. Ey, es ist trotzdem noch explodiert. Und dann müssen wir nochmal warten, bis er nur noch halb so viel Leben hat. Und dann sollte er sich wieder zum Buu verwandeln. Nein, die Auge ist leer, verdammt. Okay, jetzt. So, und diesmal springe ich sofort hoch. Oh, na klar, er steht natürlich direkt neben uns. Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Wer jetzt gerade gelacht hat, der kommt in die Hölle. Sieht's nämlich genauso aus wie hier. Nein, spring hoch. Ach, Mensch, ich war wieder viel zu langsam. Das ist aber auch schwer. So, jetzt aber. Na, das müsste es doch gleich gewesen sein. Come on. Joa, das war heldenhaft. Als hätte ich es gewusst. Also ich habe eigentlich drauf gehofft, aber... Weiß nicht, das C4 ist mir dann, glaube ich, zu langsam, wenn der in seinem Verbranntmodus ist. Ey... Fang doch nicht an, andersrum zu laufen. Macht man nicht. Hallo. Dann warten wir halt erstmal kurz hier oben, wenn es dem Herr lieber ist. Danke. Ja, der ist mir dann einfach zu schnell unterwegs. Ich glaube, da verballere ich das C4 lieber jetzt. Komm hoch. Danke. So. Diesmal bitte nicht in die Lava springen. Oh, sehr gut. Wir können ihn schon hitten. Ah. Ja, deine Hände sind nicht mehr so gut, aber vielleicht hat es ja auch Vorteile. Fang doch mal bei professionellem Basketball an, bei der NBA wollte ich sagen. Da hast du bestimmt gute Chancen. Also es kommen auf jeden Fall schon mal keine anderen Gegner. Das gefällt mir. Oh nein, das gefällt mir nicht. Hau ab. Verschwinde. Wir müssen auf jeden Fall drüben gleich die Medizin einsammeln. Na, ja, super. Medizin im Feuer eingesammelt. Ah, hey, hallo. Vertreib's doch mal nicht. Nö, noch ein Versuch. Mensch, überall diese scheiß Lava. Entschuldigung, reg mich hier gar nicht auf. Ich weiß gar nicht, wo ich den noch erwischen soll. Der springt jedes Mal genau dahin, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo dein Gesicht ist, Junge. Das hast du vor vielen Jahren schon verloren. Nicht erst jetzt. Kann das mal aufhören mit Brennen? Ich komme kaum dazu, dem irgendwie mal Schaden zuzufügen, weil der so schnell unterwegs ist und so krass springen kann. Jetzt aber. Oh, was macht er jetzt? Nein, warum springe ich denn da rein? Nein, nein, wir haben bloß noch ein Leben. Ich wollte das unbedingt schaffen jetzt. Come on. Hör. Hör. Wie, das war sehr knapp. Ah. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, außer ihm die ganze Zeit auszuweichen. So, wir haben es doch fast. Könnt ihr nicht mal noch irgendwie ein bisschen Medizin kommen? Da wäre ich dem Spiel wirklich sehr dankbar. Nein! Nein! Dauerfeuer, los! Jawohl, wir haben es geschafft, ich fasse es nicht. Junge, das war zu viel für mein Herz. Oh, mit diesem einen Leben am Ende. Alle Diebesgüter, ja gut, viermal gestorben, aber trotz alledem in 13 Minuten 18 durchgekommen.
Ich muss jetzt erstmal eine Runde verschnaufen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Morgen 19 Uhr kommt die nächste Folge. Lasst ein Abo da, würde mich sehr unterstützen. Und dann auf Wiedersehen und schönen Tag noch. Tschüss.